Hey Leute und willkommen zu meiner 8. Woche in Korea. Wir hatten am Montag frei und deswegen sind wir nach Itaewon gefahren. Dort gibt es nämlich ein deutsches Restaurant und weil wir ein bisschen Heimweh haben, wollten wir es mal ausprobieren. Naja, was heißt Heimweh? Wir haben eigentlich nur deutsches Brot vermisst. Vielleicht kennen einige Itaewon-Class, das ist übrigens mein Lieblings-K-Drummer, und irgendwann werde ich noch zum Tandem-Restaurant gehen. Die Woche verlief sonst ganz entspannt. Wir haben mal wieder in der Cafeteria gegessen, dabei einen Real-Life-K-Drummer beobachtet und wie sonst auch einen Spaziergang über den Campus gemacht. Das Wetter hat auch ganz gut mitgespielt, also haben wir noch ein bisschen getanzt und sonst waren wir den Rest der Woche eigentlich ganz produktiv. Ihr wisst mittlerweile Bescheid. Am Wochenende sind wir immer in Seoul. Hier waren wir in der Lotte Mall und unsere Augen konnten nicht aufhören zu glitzern. Also Koreas Architektur, Einrichtung, Dekoration, das alles ist einfach unglaublich. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Korea hat da echt ein Auge für. Man treibt sich in Seoul meistens nicht auf einem Fleck. Also waren wir wieder in Gangnam und haben uns ein paar Läden angeguckt. Nalin hat übrigens eine ungesunde Obsession mit Lip Tints. Madame kauft sich 100 Lip Tints in der gleichen Farbe. Aber was soll ich sagen? Das gleiche mache ich mit Ringen und Klammern. Take a moment, das habe ich in Real Life gesehen. Mittlerweile droppen die Temperaturen so schnell. Letzte Woche hatten wir noch Sommer und hier waren es 6 Grad. Es war Sonntag und wir waren nur im Nachbarsort. Schließlich wollten wir uns die Umgebung auch mal angucken und sind bei dieser Halloween-Theme-Straße gelandet. Hier war ich ganz cool, bis sich der Wolf dann doch bewegt hat. Ja, und wenn wir drei unterwegs sind, dann ist es so ein Chaoshaufen. Diese Straße wirkte trotz Halloween-Theme so lebendig. Die ganzen glücklichen Kinder, Familien und vor allem Paare. Das hat mir eine richtig schöne Stimmung gegeben. Da habe ich mich an meine eigene Kindheit erinnert, wie wir mit der Familie früher auf dem Schützenfest waren. Und da habe ich Henry ganz kurz vermisst. Am Abend waren wir noch italienisch essen und da habe ich zum ersten Mal Sangria probiert. Das genießen also Erwachsene. Interessant. Wir haben den Abend noch ausklingen lassen. Auf eine weitere erfolgreiche Woche und schön, dass ihr dabei seid.